Also guck dir die Map an, das ist ja fast Verschwendung, da jetzt so viel draufzusetzen. Da könnte ich ja heulen, du. Nee, komm. Ciao. So, hau ab. So. Speicher jetzt doch alt und erstmal unter geile Map und dann machst du Pass auf, das machen wir jetzt genauso. Geile Map. Und dann kannst du da dann dein Dings drauf machen. So, wir gehen nochmal auf Pause. Bauen uns erstmal unsere Anlage hier rein. Also unsere Villa, sag ich mal. Wo bauen wir die denn hin? Wo wollen wir die hinbauen? Wir bauen die ganz da hinten hier. ADW. Ja. Was warte, ich muss mal ganz kurz was notieren. Moment kurz. Oh. Da das für einen anderen Kanal noch mit ist und Fina wieder mal Wörter benutzt. Ich finde das jetzt nicht so schlimm. Ja, siehst du, richtig, Tagesvolumen 5 Euro. Hat er auch gemacht. Cool. Geht im Ausland aber nicht. Sobald wir über die holländische Grenze waren, da hat es nicht mehr funktioniert. Ja, pass auf, wir machen das anders. Da hat man überlegt, im Urlaub so Geld zu sparen. Das hat aber nicht funktioniert, dass wir in Holland waren. Weil das war günstiger, als wenn wir da beim Park da die Sachen übers WLAN gebucht hätten. Naja. So. Also, für die Neuen, die dazugekommen sind, wir bauen uns jetzt ein Schlachterzentrum. Ja, ich bin gerade unbedingt, wie ich es am besten mache. Ich guck mal ganz kurz, wo war jetzt? Die Hochburg der Fleischwurst. Oh Gott. Wo war jetzt das Kühlhaus? Hier? Hier, das war das doch, ne? Schnitzel, Gerdon. Nee, Quatsch, Tiefkühlkost. Nee, nein, das ist beim Lager. Also hier. Lager mit Kühlraum, das war das Teil. Genau. Der kleine, feine. Pass auf. Ich überlege mir jetzt weiter dumme Sprüche, die zu Fleisch passen. Tofu Town. No Tofu Town ist es ja dann eher. Wie ging das Lied nochmal? Es ist kein Hack mehr da. Ach, jetzt kommen wir unten. Ja. Sing es. Sing es. Nein. Sing es. Er singt es nicht. Tut mir leid. Warte mal, lass mich mal kurz nachdenken, wie ich das jetzt hier am intelligentesten mache. Nein. Du bringst mich hier voll raus, nein. Weißt du das? Ja, ja. Es ist kein Hack mehr da. Es ist kein Hack mehr da. Ja, mir macht sie manchmal auch Angst. Das ist, wenn ich die Tabletten nicht richtig genommen habe. Oh Gott. Nein, wir haben von den Kindern letztens uns eine... Wir hatten beide angefangen damit, dass wir ein Kinderlied-Ohrwurm hatten. Ja, von... Anne Kaffeekanne. Ja, genau. Ja, wie ging das nochmal? Das ist... mit dem Besen. Ach, ist doch jetzt auch egal, wie das Lied ging. Nee, ich möchte, dass die ganze Welt auch einen bekommt. Und danach hat er weitergesucht. Wir müssten ja neue Musik für die Kinder haben. Nein. Während dieser Kinder-Playlist, die uns von Alexa vorgespielt worden ist, kamen halt auch Lieder von SpongeBob. Und so bin ich auf SpongeBob gekommen. Hab eigentlich für die Kinder geguckt und dann ist es darin geendet, dass ich mir 3 Alben davon gekauft habe von SpongeBob. Und das mittlerweile total privat auch hörig. Der sitzt im Auto. Haltet mich für bescheuert. Super cool. Es hat was. Es vorher ist voll lustig. Metal und Hardrock und jetzt soll das SpongeBob. Das hat ja das eine mit dem anderen nichts zu tun. Ich höre ja weiter, Metal. Aber du machst an der Ampel leise. Du räumst ja gerade alles ab mit deinem Kabel. Nein, ich bin nur... Machen wir nur Rinder? Haben sich Rinder am meisten gelohnt? Machen wir in Rind. Wir machen in Rind. Aber Schweine haben sich besser vermehrt als Rinder. Vielleicht sind Schweine auch nicht verkehrt. Die Rinder sind ja immer so... Madame-mäßig, wenn es um die Vermehrung geht. Da flog sie, Opa, dann auf dem Wiese steht. Da. Jetzt habe ich leider wieder den Ohrwurm. Wir haben Ziegen noch nicht probiert, ne? Sollen wir mal Ziegen so machen?
Ah, der ist natürlich größer. Ah, Mann. Okay, machen wir anders. Ja, machen wir da auch Ziegen hin. Vielleicht machst du direkt einen fetten Stall. Nicht einen kleinen Stall, sondern... Ja, die können wir noch nicht bauen. Warte mal, das fordert ein Jahres Stall. Landwirtschaftsakademie. Das müssen wir erst erforschen, sozusagen. Bauen wir das Ding noch hier hin? So, diesmal hatte ich da mehr als genug Platz, obala, für breite Straßen. So. Dass wir doch ja keine Probleme bekommen. Ja gut, ist nicht schön, aber selten, was soll's so. Bei SpongeBob gibt's auch den Meerjungfrauen, Mann und Blaubarschbube. Ja, wollte ich nur mal erwähnen. Ja, und er versucht gerade ein Lachen zu unterdrücken. Unterflug. Pardon. Auf dem Wesen steht davon. Ah, da habe ich jetzt eigentlich schon ein Mitarbeiterhaus, habe ich noch gar nicht gebaut. Das wollte ich noch bauen. Genau. Das bauen wir uns nämlich dann direkt hier so hin. Haha. Und hier ein paar Windkrafträder. Nein, Quatsch. Das war die falsche Straße. So. Eine Wette mit dem Nachbarn. Züchte 5 Schweine vor dem 1.8. Ja, das kriegen wir hin. Jetzt haben wir einmal Kühe, zweimal Schweine und einmal, das müsste der Ziegenstall sein hier. Sorry. Mein iPad hat sich verselbstständigt. Bommes schreibt, Rinder müssen ja nicht fürs Vermehren da sein, sondern zum Umformen. Ja, ja, das stimmt wohl. In Form pressen sozusagen. So, pass auf, wir gehen mal schnell auf Pause. Lecker Pressfleisch. Warte mal. Achso, hier Angebot Arbeitsamt ist klar. Wir hätten hier einen, oh, wir gucken mal weiter, warte mal. 4 von 5, ja, nimm mal, wunderbar, wunderbar. 5 von 5, ah, oh, herrlich. Also das Preisgefüge ist da noch etwas unglücklich, wenn es ja billiger ist, die Kuh zu kaufen und direkt zu häckseln. Ja, ist ja für einen Anfang so als Finanzspritze gar nicht so verkehrt. Ja. Ach komm, wir holen uns noch einen, der Trecker fangen. Oh, wir brauchen keinen Trecker. Haben wir jetzt eigentlich genug? Futter müssen wir auch noch bestellen. So, dann haben wir jetzt... Achso, wir brauchen noch für die Fleischerei brauchen wir noch Leute. Vielleicht das Arbeiterhaus oben hinbauen? Moment, Pommes gerade. Die habe ich auch schon hier hingebaut jetzt. Oder die sind ja schon relativ zentral. Ach so. Ja, die habe ich jetzt leider hier schon hingepflanzt. So, ich brauche 3 Mann mit Ausdauer. Kräftiger Arbeiter. Immer noch die hier. Wofür brauchst du die? Schlachterei. Müssen die nicht diese, also hier die, dieses komische Kraftwerk haben? Weiterverarbeitung. Ach so, das könnte sein, stimmt. Das hier, ne? Fähigkeit zur Verarbeitung, Menge erzeugten Produkte. Okay, da habe ich jetzt Mist gebaut. Kann ich hier eigentlich Feuer? Nein, die musst du jetzt für immer behalten. Das sind permanente Angestellte. Ciao. Guck mal, die waren noch nicht mal einen Tag beschäftigt. Ja, doch nach Probezeit. Tschüss. So. Bist du ein furchtbarer Chef. Ja. Hast du eine Abfindung bezahlt? Hart, aber fair. So, jetzt, bevor ich mich hier wieder verklicke, Verarbeitung, Einflussmenge. Ja, so einen brauchen wir. Ja, ist das denn auch so? Ja, das ist so. Da.
Ja, hat Einfluss auf die Menge der erzeugten Produkte in Fabriken und Verarbeitungsbetrieben. Ja, also rein damit. Also eine Metzgerei ist ja ein Verarbeitungsbetrieb. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn wir da draußen nachher TK-Kost machen, bringt das noch mehr? Ja. Und dann nennen wir die Map Bofrost. Boah, Eismann. Aldi Kühltheke. Ach, Aldi Tühltheke. Ja. Ach Gott, jetzt fängt das wieder an. Aber gut, dass wir hier eigentlich arm und klein und werd nur gemobbt. Ach Quatsch. Nein, ich werd nur geliebt. Manchmal, immer. Ich mach was mit hier, ehrlich, ey. Wo ist mein Silo? Habe ich das Silo schon wieder nicht gebaut? Nein, ich wollte es noch bauen. Was baust du denn da hinten? Was baue ich? Das da baut ja doch noch was neben deinem Angestelltenhaus. 500.000. Ach komm. Jetzt haben wir hier natürlich keinen Platz dafür. Schade. Ah, komm. So, dann wollen wir langsam mal ein paar Tierchen kaufen, wa? Also wir hatten ja gesagt, die Kühe gehen direkt in die Verwurstung. Wir probieren das jetzt erstmal nur mit einer einzigen Kuh aus, dann können wir uns... Obwohl, nee, komm. Wir sehen ja, wie viele Kilo das sind, ist ja Quatsch. Einfach rein die Kühe. Rein damit. So, Tiere. Wir wollen Schweinis haben. Machen wir 3 Stück. Auch hier 3 Stück. Ziegen. Ach, ich dachte, man hätte sich das aussuchen können. Komm, warte mal, jetzt will ich es aber wissen. Ziegen oder Schafe, oder? Bin ich jetzt? Ziegen und Schafen. Na egal, komm, wir kaufen mal ein paar. So. Dann sollten wir mal Futter kaufen. Ach, warte, wir sollten erstmal gucken, was fressen die alle? Alle Gras, Äpfel, Roggen. Gras, Äpfel, Häcksel. Gras, Äpfel, Weizen. Lupine, okay, Gras, Äpfel, Weizen, irgendwie sowas. Wir kaufen auf jeden Fall Gras. Meine Herren, da ist auch hier was dazugekommen, ne? Häcksel kaufen wir auch auf jeden Fall. Ah, da war kein Lager für. Okay. Ja, wir haben eigentlich für all die Sachen kein Lager, weil wir kein Lager gebaut haben. Da müssen wir es auch noch machen, wa? Kann man, also Pommes schreibt, man kann das oben auf dem Bild auswählen, der Pfeil. Das ist ja nur oben auf dem Bild. Beim Bauen? Nee. Oder doch? Warte mal. Du musst sie erst wieder verkaufen. Dafür musst du es erst wieder verkaufen, okay. Ach komm, ist auch egal. Wir lassen es jetzt erstmal. Jetzt habe ich wieder verdrängt. Ach so, ich wollte ein Lager bauen. Ich habe es wieder verdrängt. So. Wir brauchen einen Stall. Und das, obwohl kleine Lager, also die kleine Garage brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Honig und sowas werden wir nicht machen, oder? Nee. Obwohl Obst, Gemüse brauchen wir doch, komm. Das Teil ist wieder so riesig. Ich baue mal gerne die größeren Sachen zuerst, damit ich auch weiß, wie viel Platz. Na gut. Da noch über ist. So. Aber es lässt sich flüssig spielen, ne? Wir hatten noch keine Abstürze oder sowas. Nö, nö, nö. Das. Ist jetzt nicht unbedingt zu erwarten, aber es hätte sein können. Ich speichere mal zwischendurch.
ist nie verkehrt. Bauen wir die Wege auch mal. Das geht natürlich nicht, okay. Ich baue das extra doppelt, damit es auch ja keinen Stau geben kann. Ob das sein muss, das will ich jetzt nicht behaupten, aber wir probieren es einfach mal aus. So. Sechs Tierchen sind schon da. Die Kühe sind auch da. Dann gehen wir direkt mal auf die... Ach Quatsch, auf die Metzgerei natürlich. Und wir wollen erstmal nur Kühe haben. Da kommen alle rein da. Dass die noch nicht moppern wegen dem Essen. Die brauchen kein Essen. So, jetzt irgendwie warte ich auf die LKWs. Ah, da kommt er schon. Damit jetzt endlich mit dem Bau weitergeht. Da haben wir schon mal unser Silo. Sehr gut. Dann gucken wir mal, ob wir uns direkt Weizen kaufen. Da kommen schon die nächsten. Da kommen die Tierchen. Ah, die Schweinchen kommen an. Und noch ein paar Ziegen. Sehr gut. Stroh. Rock, oh, Rock können wir auch, ne? Okay. Ich muss dringend mal meine Screenshot-Taste verlagern. Also, ja, das ist doch mit dem Null, ne? Ja. Das war jetzt nicht günstig gewählt. Nein. Ich weiß, wir haben darüber gesprochen. Ah, Lager sind fertig. Sehr gut. Dann kann ich auch direkt ein paar Äpfelchen kaufen. Könnten eigentlich auch eine kleine Apfelbaumplantage anlegen. Machen wir gleich auch. Ja, zu wenig Tiernahrung. Jetzt sind sie am Moppern, ist klar. Lager sind noch leer. Das ist alles noch im Zulauf. Futter, 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 Futter. Milch. Ah, oh, da machen wir Autotrade mal schnell rein, bevor ich das wieder verdränge. Oh Gott, jetzt haben wir sogar Ziegenmilch. Aha, warte mal. Hier liegt der Liter bei 3,69 und hier bei 4,32. Läuft. So, machen wir direkt mal auf Autotrade, damit das automatisch verkauft wird. Mal gucken wir mal hier. Jetzt lagert hier ein, ist klar. Aber noch nichts geschlachtet, so wie es aussieht. Was ist, hätten wir es auch schon hier drin. In unserem Kühllager. Aber wir können auch mal gucken. Pass auf. Wir gucken mal, was wir brauchen, um größere Städte zu bauen. Dazu braucht man ein Jahres Landwirtschaftsakademie. Oh, ich habe da so eine Befürchtung. Ja, das ist wahrscheinlich so ein Jahr lang warten, oder? Das ist doch das, was wir mit dem Pommes durchziehen wollten. Das aber nicht mehr ganz geklappt hatte, glaube ich. In dem Verpackten, ne? Was braucht man dafür denn jetzt alles? Ne, hier oben ist es. Ein Jahr Landwirtschaftsakademie, das ist das. Ja? 100.000. Ach komm. Ja, haben es doch. Ach komm. Kaffeekasse, mein Gott. Zum Not bauen wir halt Windräder. Nein, Quatsch. Metzgerei, da passt schon. Noch ein Ziegenstall mit Schafen, sagst du? Na. Du sagst, da wäre ein Pfeil zum Auswählen, ganz ehrlich. Ich sehe da gerade nichts. Ich kann auch nicht darauf gehen. Oder so, warte mal. Ne, aber hier kann ich auch nichts auswählen.
Guck mal, ob wir das gleich beim Kaufen machen können. Macht ja Sinn, dass das ein dasselbe Gebäude wahrscheinlich ist. So. Gucken wir mal, was das Kühlhaus sagt. Noch nichts. Also. Okay. Irgendwie scheint das nicht zu klappen gerade. Mach ich was falsch? Warte mal. 100% habe ich eingestellt. Kühe hat da drin. Er soll von hier 6 Stück nehmen. Kann man auf unendlich schalten. Und dann eigentlich sollten die ja gleich hin transportiert werden. Tier im Gebäude 1 von 6. Ja, ah, jetzt 4 Stück auf Lager. Jetzt klappt es. Also wahrscheinlich muss ich auf unendlich tatsächlich schalten. Sonst geht das nicht. Warum auch immer. Tiere sind zur Fortpflanzung bereit. Dann schauen wir doch mal. Hier oben, die sind es. Die Kühe. Da geht's gleich rund. Los geht's. Und dann wollen wir mal gucken, was so die Verwurstung bringt gleich, wa? Achso. Hier der Pfeil. Jetzt habe ich es. Alles klar. Dank dir, Pommes. Den habe ich eben gar nicht gesehen. So. Das schon wieder mit dem Abholen klappt nicht. Ja. Ja, doch. Jetzt geht's. Also ich habe ja auf unendlich gestellt und jetzt sind die Tierchen tatsächlich im Lager und wir haben auch schon Fleisch. Ja, trotzdem, irgendwas funktioniert ja nicht ganz so. Aber... Warum ist denn das jetzt noch nicht im Kühlhaus? Wir haben hier 630 Kilo Fleisch. Das muss vielleicht auch erst drüber gefahren werden. Ja, vielleicht dauert das, aber wir gucken direkt einfach mal, was uns das bringt. Okay, ich kann es noch nicht verkaufen. Es muss scheinbar wirklich erst ins Kühlhaus. Das sieht gut aus. Ja, jetzt ist es hier. Also eine Kuh hat jetzt 630 Kilo gebracht. Schauen wir doch mal. Aber was ist der Entwickler? Ist bei Steam, hat er geschrieben, das Wochenende über da online zu erreichen, wenn man so Bugs und sowas findet. Und die versuchen das natürlich dann schnellstmöglich zu beheben. Und man muss bei dem Entwickler dahinter wirklich sagen, dass sie sich echt Mühe gegeben haben. Ja. Das, was wir im Beta-Test, oder nicht nur wir, sondern was viele im Beta-Test angeprangert haben, das wird eigentlich mehr oder minder alles, soweit es logisch und sinnvoll war, auch übernommen oder versucht zu übernehmen. Also die Kuh hat fast 25.000 eingebracht, das lohnt sich mehr als nur ein wenig. Ich kaufe direkt neue, die gehen direkt in die Verwurstung rein, dann machen wir Autohandel rein, damit ich das Metzger auch ja nicht noch schulen, ja. Vergesse. Entschuldigung, was? Metzger noch schulen, damit die höher werden noch. Ja, machen wir jetzt gleich. Achso, ich muss ja... Warte mal. Das kann bei so einem Kuhverkauf schon mal rausspringen. So. Die Metzgerschulen. Okay, dann machen wir das. Ja komm, da haben die mehr Ausdauer. Immer raus damit. Kann ich eigentlich nicht direkt, ich kann nur hier drauf auch gehen. So geht schneller. Top geschultes Personal, sag ich nur. Pass auf, gleich kriegen wir aus einer 500 Kilo Kuh eine Tonne Material. Entschuldigung. So ist das. Ich muss Biofleisch. Das wäre allerdings noch, wenn man in der Kampagne mit den Feldern noch auf Biobauern machen könnte, wenn man ohne Ungezieferspray und sowas hinkäme. Aber Träume darf man haben. Oh, ich habe gar keinen Betreuer eingestellt, sehe ich gerade.
Da habe ich gepennt. Dann holen wir das ganz schnell nach. Jawohl. Unsere Aufgabe auch erfüllt. Ist das Arbeitsamt glücklich jetzt? Okay. Nahrung haben die Tierchen, alles gut, alles schön. Obwohl, wir könnten mal gucken, erlaubte Nahrung, wir haben nur Weizen, ne? Kartoffel, Häcksel, Gras. Gras könnten wir auch noch anschaffen. Je ausgewogener, desto besser die Vermehrung. Also, Gras, da haben wir es. Ich würde ja gerne einen größeren Stall bauen, aber das dauert noch. Tiere sind bereit zur Fortpflanzung, wo wir gerade davon gesprochen haben. Das dauert sogar noch relativ lange, ne? Also wir haben jetzt hier, warte mal, wo steht's? 353 Tage noch. Ja, ich meine, wir könnten noch einen Metzger, wohl noch einen Schlachthof aufmachen. Wir können auch einfach mal ein paar andere Tiere zur Schlachtung freigeben. Also ich wäre jetzt aktuell tatsächlich für Schweinchen. Die gehen gut. So nehmen wir die Schweine mit auf. Wir gehen da mal so auf. Ah, komm, 40%. So, sollte da oben auf 60 eigentlich sein. Okay, wir lassen es einfach mal so stehen. Reden einfach. Und wir nehmen jeweils 3. Obwohl, nee, das wird wieder nicht klappen, wie ich mein Glück kenne. Wir gehen hier auf unendlich und ziehen die Schweine von den rechten nachher einfach nach links rüber. Gut ist. Große Metzgerei, ja. Pass auf, wir gucken mal. Die können auch Tiefkühlprodukte noch herstellen. Kleine Sachen. Der kleine Schlachthof. Der große Schlachthof, da brauchen wir genug Geld. Ja, okay. 800.000 ist halt viel, ne? Fabrik für Tiefkühlkosten. Ja gut, aber da müssen wir noch einiges verkaufen und sparen, bis wir uns die zwei Sachen kaufen können. Ja. Ich denke mal, mit den Tieren kommen wir jetzt am Anfang auch locker hin. Wir könnten ja... Achso, genau, ich wollte Apfelbäumchen pflanzen, ne? Ja, die können wir machen. Die brauchen ja auch noch ihr Jährchen, bis die dann wachsen. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch zwei Leute mit Ausdauer. Kommen sie nimmer, die kann auch Trecker fahren für später. Und ihn hier. Die zwei nimmer. Bestellen wir uns mal ein paar... Obwohl, wollen wir Apfel- oder Kirschbäume? Ah, komm, wir machen beides. Wir haben es doch. Komm,